Jetzt, als sie fraktionslos wurden, hat der SPÖ-Chefin Gabi Sprickler-Falschlungen gemeint, Hopfner sitzt sinnlos im Landtag. Zeigt die Situation jetzt, dass sinnlos vielleicht in dem Fall eine Frage der Perspektive ist? Da haben Sie die Frage beantworte ich mit ja. Ich sehe es gleich, wie Sie am Schluss angedeutet haben. Ich muss da nicht jeden Satz kommentieren. Ich habe die Freundschaft der Genossen genossen und das ist abgeschlossen, das Kapitel, und möchte den Satz so nicht kommentieren. Aber es zeigt doch klar, dass es Stimmverhältnisse gibt in einem Landtag und dass Landtagsabgeordnete plötzlich auch Gewicht haben und möglicherweise auch entscheidendes Gewicht haben können. Und das will ich mich persönlich da überhaupt nicht irgendwie wichtig nehmen in den Zusammenhang. Aber das sind einfache mathematische Rechnungen und die kann man auch im Vorarlberger Landtag anstellen. Jetzt sind Sie als Fraktionslose im Landtag. Neuwahlen müssen mit einer einfachen Mehrheit beschlossen werden, die würde ja auch nicht zustande kommen. Mhm. Weil Neuwahlen würden ja für Sie auch Ihr politisches Ende bedeuten, als Fraktionslose zumindest, wenn Sie nicht irgendeine neue Heimat finden würden. Wie sehr schwingt das bei Ihrer Entscheidung mit? Überhaupt nicht, da habe ich aber gar kein Problem damit. Ich bin existenziell sehr gut abgesichert. Ich habe einen Beruf, in dem ich mich sehr wohl fühle, eine Tätigkeit, die mir Freude macht. Das wird nicht meine Schwierigkeit sein. Ich mache die Tätigkeit als Abgeordneter gerne, solange der Landtag so tagt, und das passt mir gut. Also ist überhaupt kein Entscheidungsgrund für mich oder irgendein Faktor, der da in dem Zusammenhang eine Rolle spielen würde.